Hier brauchst du Lara Croft und ihre Wupen. Die heißt in dem Spiel anders. Wie hieß sie hier? Clara Loft? Irgendwie sowas. Es gab ja Lara Croft hier, ne? Wir haben sie ja schon kennengelernt. Ey, shit, aber hier geht's auch nicht lang. Clara Loft, genau. Die gute Clara. So, also das geht hier nicht. Wieso kann denn Melina das nicht? Melina ist so schwach. Was machen wir denn da? Yui ist weg. Hä, jetzt? Ich bin doch gerade da schon drüber gelaufen. Wartet! Ihr geht nach oben? Ich auch! Wunderbar. Ha, lass uns Freunde werden. Schönen Tag noch. Was ist das für ein Troll hier? Komm, schönen Tag noch. Ich gebe dir eins mit dem Schwert. So muss das. Pass auf, der keult dich gleich weg. Ich habe ihn gemessert, wollte ich nur sagen. Ja? Oh. Ey, ey, ey. Wow, 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 wow. Da unten hing schon mal jemand. Da unten war so ein schöner Totenkopf. Au. Au. Oh Gott, also das sind wirklich 23 Schaden, habe ich das richtig gesehen? Messerjunge, ja, das war der Messerjunge. Oh. Verdammt, ey, ich muss schon wieder ein bisschen aufpassen. Wir brauchen mehr Herzen. Ja, scheiße, dass man immer die Dinger da, die Speicherpunkte nur einmal nehmen kann. Das ist sehr knapp. Der Troll hat dich getrollt. Anni wurde getrollt. 6 Lebenspunkte. Wer braucht denn mehr? Ich nicht. Oh nö. Ey. So, was ist denn hier los? Diese Aggressionen der kleinen Schlingelis, ja? Halte ich nicht aus. Was habe ich denn eigentlich getan? Wirklich jetzt? Ganz ernsthaft. Ich möchte wissen, was da los ist. Sie haben doch den Leroy entführt, nicht ich. Sie haben sogar jetzt schon quasi eine Braut für ihren Häuptling. Was ist da los? So, schön gemessert hier. Tada. Und da drüben ist noch so ein... Warte mal. Mm, die lassen sich nicht einfrieren. Ist klar, ne? Und da unten ist jetzt auch noch so ein Schleimi. Bei euch so? Was geht? Das ist ja schon mal hier wieder ein Spaß. Spaß in Tüten? Der geht mir hier krass auf den Zünder. Komm her. Danke. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Das Aim. Ja, Clemens, da staunst du, wa? Und Jenny macht wieder Tee für alle. Cool, Jenny. Einfach mal eine große Kanne in den Chat stellen. Die wird leer. Definitiv. Aua. Oh, oh. Ich glaube, ich gehe lieber hier. Ach, nee, shit, ich weiß nicht. Ah, das ist mies hier. Da gibt es eine Technik, wie man sieht. Oh, wow. Freundchen. Oh, verdammt, ich weiß nicht, ob wir den kaputt kriegen. Sieht eng aus. Noch Mann! Egal. Dann nicht. Komm her, Spinny. Wir brauchen Lebenspunkte. Boah, genau, da kommt ein Totem. Es ist nicht wahr. Immer wenn man welche braucht. Das war ja wohl knapp. Kommt nichts. So. Okay, da wollen wir nicht hin. Sah schmerzhaft aus. Da kommen wir schon mal nicht hoch. Aber hier kommen wir runter. Oh, nein. Hallo. Okay. Wir sind wieder voll geheilt gleich. Da unten ist richtig Party. Ich hätte warten sollen. Oh, Level up. Praktisch. Oh, 102 Hitpoints. Ey, geile Sache. Richtig gut. Komm her. Alles hier zermetzeln. Sehr gut. Wir sind voll geheilt.
rüber. Oh Mann, ey, diese komischen Feuertotems. Was ist da los? Was ist denn hier? Da oben ist eine Truhe. Und ich glaube, da kommen wir wieder nicht hin, oder? Wir können nicht so hoch springen. Und wir können ja auch nicht rennen. Oh. Mist. Also. Au. Nee, 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 nee. Ja, keine Ahnung, ob wir da jemals noch hochkommen. Geht's hier hoch? Nee. Spinny! Das ist brutal, ne? Kaputte Spinny. Oh, hier ist aber Trollhausen. Da geht's ja ab. Und gleich zwei so eine Werfer. Oh Mann. Ja, jetzt rollen hier. Ach komm. Wirklich, ey. Drei so eine Steine. Was ist denn da? Wieso bin ich denn runtergefallen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Konnte ich denn da einfach runterfallen? Ui. Komm her, Trollfreund. Ja, keine Ahnung, was da oben noch gewesen wäre. Ui. Immerhin. Rote Pampe. Aber wir müssen noch zu Bibi. Brauchen bei Gelegenheit mal wieder einen Drink. Komm her, Spinny. Oh Gott. Läuft hier? Auweia. Mmh, da ist ja wieder unser Kumpel, unser Bester. Komm. Oh. Drei Trolle. Na klar. Na klar. Ach, Freunde, lass die Keule stecken, ey. Au. Oh. Komm. Oh, ein Totem. Meine Güte. Ne? Rote Pampe klingt nach Schulspeisung. So rote Grütze mit Vanillesoße. Oh, die würde ich jetzt aber auch nehmen, ne? Oh, wie geil wäre das jetzt? Rote Grütze, richtig eiskalt aus dem Kühlschrank und dazu richtig geile kalte Vanillesoße. Und nicht diese super dürre Vanillesoße, sondern die, die so richtig dickflüssig ist, ja? Wo man richtig was von der Vanillesoße hat. Oh, wie geil. Aber mit mir gibt es nachher noch Baumstriezel. Einen halben. Au, 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 au. 15 Lebenspunkte. Wir sind hier wieder nah am Ende. Ich muss sagen, früher in der Schule habe ich Milchnudeln gern gegessen. Die würde ich auch heute noch gerne essen. Milchnudeln und Grießbrei. Und Milchreis. Aber Milchnudeln, die fand ich richtig gut. Ja, Nika, ne? Das passiert so schnell. Vanillepudding. Geil. Was sind denn Milchnudeln? Einfach so eine ganz kleinen Mini-Nudeln. So ein bisschen wie Hörnchen. Also wir haben damals mal so eine Mini-Hörnchen gehabt und dann einfach in warmer Milch mit ein bisschen Zucker. Ich weiß gar nicht, was da noch dazu kam. Ich glaube eigentlich nur Milch, Zucker, Nudeln. Kam da noch was rein? Ich habe noch nie selbst welche gemacht. Ich habe die gerne als Kind gegessen. Ich habe meine Mama die immer gekocht. Ich glaube, mehr ist da nicht drin, oder? Kann sein, dass noch ein bisschen Mehl reinkommt, damit das ein bisschen dicker wird. Ich weiß gar nicht. Gibt doch sicherlich den einen oder anderen, der hier auch ein Rezept für Milchnudeln hat. Ich habe sie nur gegessen. Ich habe sie nicht selber gemacht. So, ich mache mir langsam Sorgen um Leroy. Der ist bestimmt schon verheiratet. Großer, fieser Troll. Oh, das ist bestimmt der Häuptling. Ach, mein Liebchen. Eure prallen Muskeln lassen mich erschaudern. Lasst mich frei, ich bin nicht euer Liebchen. Oh je. Oh, jemand ist gekommen und hat mein Liebchen gestohlen. Aber mich werden sie nie erwischen. Ach du Schreck. Sag's euch, ach du Schreck. Sieht so aus, als bräuchte Leroy unsere Hilfe. Wir kämpfen jetzt gegen den großen... Oh, ich kenne das.
Gegen den großen fiesen Troll, das sieht doch aus wie bei Donkey Kong hier, oder? Das ist doch hier Donkey Kong für ein NES. Großer fieser Troll. Ach du Scheiße. Also, ist jetzt natürlich hier ein bisschen Timing. Wow. Oh Mann. Au. Au. Oh Mann. Ah, ist ja ganz schön eng hier hinten. So. So läuft das. Das ist Donkey Kong. Sehr cool. Ach, mein Liebchen. Eure Freunde sorgen sich so sehr um euch. Ich aber auch. Niemand kann uns voneinander trennen. Er hat Leroy die Prinzessin entführt. Oh je. Was ist das denn hier? Ach du Schreck. Okay. Aber wir müssen ja zu ihm. Boah, da kommen ja hier so Splitter runter. Was ist das denn? Sag mal, Freundchen. Komm, hier, geh aufs Ganze. Sag ich ja nur. Ist das mies mit diesen Spitzen? Sag mal. Au! Vielleicht kommt er wieder runter. Na, wir haben ja schon ein Viertel oder so. Oh, oh. Komm her. Pumpel. Wie mies. Wieso treffen wir den eigentlich von hinten nicht? Was ist denn da verkehrt? Er bleibt in der Ecke. Oh, wow. Wir haben ihn gleich. Der kann nix. Oh, Mann. Na, also. Schlümpfe auf dem Gameboy? Nee, auf dem Super Nintendo habe ich die Schlümpfe gespielt. Oh, Leroy. Leroy ist ganz verstört. Danke. Euch allen. Ich weiß nicht, was ich ohne euch getan hätte. Was sagt ihr da, Leroy? Ihr hättet doch genau das gleiche für Finn, Lila oder mich getan, nicht wahr? Ich bin so froh, dass wir euch vor dem fiesen Troll gerettet haben. Mit seiner Maske und seiner Keule. Brrr. Gar nicht auszudenken, was er euch angetan hätte, wenn wir nicht eingegriffen hätten. Darüber würde ich lieber nicht mehr reden. Erwähnt es nicht, ich habe den ganzen Vorfall bereits vergessen. Besser ist das. Und willkommen zurück, Jenny. Finn, mit dieser Leiter sollten wir es aus der Höhle herausschaffen. Ich glaube, wir können das Training als abgeschlossen betrachten. Ich glaube, wir sind jetzt Wikinger. Wunderbar. Wir können am Turnier teilnehmen. Wenn es sonst nichts ist. Aber, ne, Momentchen, ihr Lieben. Momentchen, wir haben Leroy wieder. Wir haben noch was zu holen. Diese Kiste können wir diesmal wirklich holen. Es sei denn, wir kommen nicht mehr zurück. Aber ich glaube eigentlich schon, dass wir zurückkommen. Oh, sehr schön. Jenny stellt eine Kanne Früchtetee in den Chat. Na dann. Oh nein, wir kommen nicht zurück. Ich wollte zurück. Wir kommen nicht zurück. Ach Mann. Voll Leroy. Gut, die Option, die wir vielleicht hätten, wäre, die Höhle nochmal von vorne zu betreten. Und dann nachträglich nochmal den Kram einzusacken. Ja, schade. Dachte, wir können uns das sparen. Aber nee. Fällt aus wegen Bodennebel. So, da sind wir. Du musstest euren aufgeräumten Teeschrank bewundern. Also, wir haben eine Schublade mit Tee. Die ist kurzzeitig ordentlich und dann kommen vielleicht zwei Packungen dazu und dann sieht das Ding wieder aus wie Kraut und Rüben. Ist schon immer schön. So, aber jetzt ist trotzdem die Frage, wir haben ja bestimmt immer noch nicht das, was die Uschi möchte, oder? Aua, ich gehe jetzt hier einfach mal durch. Durch, durch, durch. Wir gehen jetzt zum Training in die Arena und bestimmt... Ach ja, wir müssen in der Arena kämpfen. Haben die nicht vorhin gesagt, man kriegt ein Artefakt als Gewinner? Und dann ist das sicherlich das Artefakt, was sie haben will. Würde zumindest Sinn machen. Dein Vater hat dir die Arbeit abgenommen. Er wollte den am Wochenende aussortieren. Ja, das ist schön. Ist immer gut, wenn irgendjemand dann freiwillig aufräumt.
Gibt nicht viele, die freiwillig gerne aufräumen. So, wir müssen mit irgendwem quatschen hier. Moment, da. Hallo, seid ihr hier, um euch zum jährlichen Wikinger-Turnier anzumelden? Jo. Möchtet ihr die Turnierregeln hören? Ja. Was möchtet ihr wissen? So funktioniert das Turnier. Das Turnier besteht aus individuellen Einzelkampfduellen. Ehe ihr den Bosskampf bestreiten könnt, müsst ihr alle 6 Krieger besiegen. Wer als erster den Boss bezwingt, gewinnt den Preis. Dieses Jahr ist der Preis so ein antikes Dingens, das wir beim Buddeln im Tunnel gefunden haben. Was möchtet ihr wissen? Duelle. Bei einem Duell müsst ihr heilige Juwelen ausrichten, um Energie zu sammeln. Mit Hilfe dieser angesammelten Energie könnt ihr dann Spezialangriffe durchführen. Da ihr noch ein Grünschnabel seid, könnt ihr eure Freunde bei Spezialangriffen um Hilfe bitten. Wenn ihr euren Zug beendet habt, ist euer Gegner an der Reihe. Um ihn zu bezwingen, müsst ihr ihm sein gesamtes Leben nehmen. Vergesst nicht, nur wahre von der großen Schildkröte ausgewählte Krieger erhalten unendliches Leben. Ich bin ein wahrer Krieger hier. So, und was gibt's noch für Tipps? Wenn ihr mindestens 4 heilige Juwelen ausgerichtet habt, könnt ihr sofort wieder spielen. Verhindert, dass stattdessen euer Gegner 4 Juwelen ausrichtet. Haltet Ausschau nach Juwelen, deren Farbe eurem Gegner nützlich ist. Mhm. Gut. Katsching. Oh, das Signal. Das Turnier hat begonnen. Viel Glück und bleibt stark dort draußen. So, na dann. Wo findet das denn direkt statt? Bei ihm? Nee, oder? Nee, das kennen wir schon. Ach so, oben werden die Wikinger angezeigt. Ich glaube, wir kämpfen dann einfach generell gegen die, oder? Und wieso redet ihr denn jetzt von Eis? Lecker Eis. Der wahre Krieger. Anni, der wahre Krieger, die eine Schildkröte nicht von einem Stein unterscheiden kann. Clemens, das Bild, was du damals geschickt hast, das waren Steine. Du hast eine Steinfamilie fotografiert und keine Schildkrötenfamilie. Ist wirklich so. Sag's dir. So, noch einen Schluck trinken. Uno Momento. So. Seid ihr zum Duell bereit? Sisi? Oh Gott, was? Oh lol. Okay, hier so ein bisschen Candy Crush Style. Ah ja, aber ich muss eigentlich, was sollte ich denn machen? Ich sollte 4 Juwelen aktivieren, oder? Ich brauche 4 von einer Farbe. Und muss gucken, dass mein Gegner keine kriegt. So. Toll, der hat schon 6 rote. Was ist mit dem Geld? Wozu denn das Geld? Machen wir das lieber so. Ist ja witzig, ey. Und Hallöchen, Vanessa! Oh, das sieht ja lustig aus hier, ne? Also wir oben wie 4 und dann gegen den einen Wikinger. Ist das nicht auch ein blauer? Nee. Zusatzzug. Eiswall. Läuft hier. Gott, das erinnert mich an die Zeit, wo man Candy Crush gesuchtet hat ohne Ende. Boah, der tut uns aber weh. Ey, was der hier einfach gerade abräumt. Mal kurz. Ne, so muss das. Tut ja schon wieder weh. Und Zorro, guten Abend. Denk an deine Begleiter. Ja, wie kann ich die denn... Oh, Moment, ich habe gerade eine Schultertaste gedrückt. Zerstört ein Quadrat, verursacht 6 Schaden, plus 3 pro roten Juwel. Ach so, ich kann hier... Ah, ich kann hier durchschalten. Okay, Moment. Gut, klar. Dann nehmen wir mal Leroy. Habe ich den jetzt? Hä? Ach so. Okay. Alles klar, jetzt habe ich es dann auch verstanden. Göttliche Gegenwart. Das ist wirklich Candy Crush-Style. Okay, dann gebe ich meine Steine aus. Ja, aber wir kriegen den ja schon kaputt hier, ne? Bisschen was gesammelt. Wer braucht... Ach, gelb. Wir brauchen noch gelbe Steine. Mal ein bisschen was sammeln. Kurz. So. Ich wollte eigentlich hier... Kommen wir nicht ran. Die Musik, ey.
schon witzig. Dann können wir gleich mal hier unsere gute kleine Lila einsetzen. Oh nee, aber wir können erstmal hier so einen gelben noch. Okay, dann setzen wir jetzt mal Lila ein. Mann, der kriegt hier nur Zusatzzüge, der Bob. Achso, er ist nicht mehr dran. So. Wir nehmen Lila. Friert einen Zug lang feindliche Kräfte ein. Das ist doch super. Winterschlaf, das ist ja geil. Aua, ich dachte, einen Zug lang frieren wir den ein. Komm, Lila. Und sie heilt sogar, das ist ja witzig. Aber Finn muss auch mal ein bisschen Schaden machen jetzt hier. Na, wir müssen ein bisschen gucken, dass wir vorankommen. Scheiß auf die Kräfte. Wir müssen hier mehr Schwerter ranholen. Oh, guck mal da oben. So viele Schwerter. Aber klar, dass er das nimmt. Oh, hier. Der hat nur noch 12 Hitpoints. Kriegen wir schon kaputt. Erdbeben. Unglaublich. Sechs Lebenspunkte noch. Probier doch mal Leroy. Ja, ich kann Leroy mal kurz. Hier zerstört ein Quadrat, verursacht 6 Schaden. So, Leroy. Also, zerstört ein Quadrat, zerstört dann die kompletten. Achso, 9. 9 macht er kaputt. Badaboom. Und damit liegt er im Dreck. Gar nicht übel, aber ihr könntet noch besser sein. Ja, könnten wir. Oh Gott, das müssen wir jetzt 6 Mal machen. Großartig. Naja. Ne? Kriegen wir hin. Wir sammeln erstmal wieder ein paar Steinchen. Da habe ich ihm aber jetzt gerade eine Vorlage gegeben hier. Also, wir greifen mal kurz an. 74 Lebenspunkte noch. Wow. Okay. Oh, ich hätte gern irgendwie mal so eine Kombination, so wie er hier, wo er richtig abräumt, die alte Nase. Oh, Zusatzzug. Sehr schön. Ins Gesicht. Ah. Also bei 4 Steinen kriegt man immer einen Zusatzzug. Habe ich das richtig erkannt? So, das zählt nicht, aber auch für Leroy fehlen noch 6 rote. Und wir kommen zurück, Mika. Sandsturm. Oh, was ist mit ihm so? Ah, wir können Leroy benutzen. Machen wir. Ne? Leroy. Komm. Na? So. Und hier sind 4 Schwerter drin. Wir nehmen das. Meteor. So sieht's doch gut aus. Ich nehme auch ein Eis. Wenn noch eins da ist. So. Bisschen Kohle und alles. Ja, wir haben noch 42 Hitpoints, kriegen wir hin. Kommt drauf an, was da ist. Ich esse eigentlich so ziemlich jedes Eis. Doch, ich esse eigentlich jedes Eis. Ich bin da nicht so. So, wir nehmen noch mal einen Leroy, würde ich sagen. So, mit 3 Schwertern. Sag mal, der eine, der hat nur 0 Schaden gemacht. Kann das sein? Juhu, alles klar. Bis denn, Clemens. Hau rein. So. Aber was konnte Melina? Verursacht 6 Schaden und heilt 5. Das können wir eigentlich auch mal machen, ne? Pro Juwel. So, noch ein Schwert. Da. Die Musik kann einen irgendwann irre machen. Das kann ich euch sagen. Aber da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Wir haben keine Wahl. Nehmen wir noch mal Melina.
Tada. Der zweite Down. Nur noch 4 Mal, ihr Lieben. Dann haben wir es geschafft. Mein Kompliment. Mich hatte schon seit einer Weile niemand hier besiegt. Ja dann. Ihr müsst 6 Krieger besiegen, bevor ihr gegen unseren Boss kämpfen könnt. Seid ihr zum Duell bereit? Na klar. So 80 Hitpoints, ey. Boah, was für ein Krampf. Okay. Wir brauchen wieder rote und gelbe. Das liegt alles so blöd. Wirklich, es liegt einfach so blöd. Dann nehmen wir halt die Schwerter. So, mal rot. Da hat er aber wehgetan hier. Alter, Verwalter. Der haut hier richtig einen raus, ne? Das war gut. So, jetzt brauchen wir hier aber mal irgendwas, was Schaden macht. Leeroy geht. Leeroy hier. Immer noch. Überraschungsangriff? Was? Warum? Uiuiui. Wir machen so wenig Schaden. Melina, komm. Ach ja, und Clemens, falls du es noch hörst, ja, ich denke an das Video. Und ich denke auch immer noch an das Hearthstone-Finale, was ich mir noch angucken muss irgendwann mal. Wenn es das noch gibt. Aber bestimmt auf YouTube irgendwo. So. Wir haben schon 4842 Gold. Ey, ist das viel. Brauchen wir gar nicht. Und Schaden. So, schnell hier. Dann nochmal schnell 6 rote vielleicht für Leeroy. Auch nicht. Dann anders. Oh, machen wir das mal kaputt. Wer empfindet diese Musik als nervig? Wer muss da durch? Ja, ne? Die ist schon... Wow. Das ist echt hardcore. Gott. Wenn sich das mal ausdenkt. Da war aber Candy Crush unterhaltsamer von der Musik her. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr schön. Wir sitzen alle einfach im gleichen Boot jetzt, ne? Ah, guck mal. Wir haben eine Sekunde Verschnaufpause von der Mucke hier. Ich habe euch offenbar unterschätzt. Ich gebe mich geschlagen. Die Musik stresst voll. Die stresst richtig krass. Seid ihr zum Duell bereit? Ja. Wir müssen wieder durch. Aber der hat nur 68 Lebenspunkte. Vielleicht habe ich den Schlimmsten ja schon besiegt. Oh, diese Musik hier, ey. Wirklich. Da denkst du, du kannst hier mal entspannt irgendwie... Alter, was macht der denn hier? Den Wikinger platt machen? Und dann kriegt man hier einfach so eine Stressmusik, ja. Wir kriegen nicht mal einen Zusatzzug. Wir verkacken einfach nur. So, nicht mal Melina können wir benutzen. Was ist denn da los? Die macht dich richtig hibbelig. Die ganze Zeit einfach rumhibbeln. Beim Bein wippen. Einfach irre werden, dem Herr. Zur Not mit dem Kopf einfach auf die Tischplatte hauen. Kann auch entspannen. Gelegentlich. Uiuiui. Ne? Ist wirklich so. Das ist einfach mega stressig. Oh. Die setzt einen richtig unter Druck, ja? Mann, wir haben noch nicht mal Leeroy fertig. Das darfst du bei deinem Tisch nicht machen, sonst macht's Klirr. Das ist ein Glastisch. Dann lieber nicht.
Wir hatten auch mal einen Glastisch und ich habe ihn nicht kaputt bekommen. Was schon mal richtig gut ist. Das spricht für den Glastisch oder für mich. Ich weiß auch nicht. So, wir könnten Leroy nächsten Zug mal nehmen. Oh, hier, ne? Guck mal. Badaboom. Ganze 8 Schaden. Ist ja irre. So, Leroy, komm. Hier irgendwie, weiß ich nicht. Ach, ist ja alles blöd. Das ist ja richtig blöd gelegt hier. Wir machen kaum Schaden. Du hast deine Knie schon so oft an dem Tisch angeschlagen, dass der noch lebt, ist echt krass. Ja, dass deine Knie noch leben. Ist auch so ein Ding, ne? Oh, was macht... Hä? Der hat gerade einen Trank eingesetzt. Da hat er jetzt alles Mögliche hier in grün verwandelt oder was. Aber das hier, wir machen das so. 12 Lebenspunkte noch. So, Leroy. Leroy wird's richten. Wir haben die Musik gleich wieder überstanden. Wow. Und ich habe ihn nicht kaputt bekommen, sagte sie. Und das machte Klirr. Ja. Wer seid ihr überhaupt? Ja, verrate ich nicht. Seid ihr zum Duell bereit? Ach, keiner ist bereit, ey. Wirklich nicht. Keiner. So, mit S und O. Diese Mucke, ey. Wow. Oh, das war aber gut gerade. Wir haben wenigstens echt nicht so viele Hitpoints hier. Das ist super. Mensch, nur Zusatzzüge hier. Aber Leroy ist noch nicht bereit. Und gute Nacht, Deathwing. Danke fürs Reinschauen. Mach dir noch einen schönen Abend. Schlaf gut. Ich finde, bei der Musik kann man immer nicht einschlafen. Das ist schon mal gut. Da ist man dann wirklich nur die ganze Zeit völlig überdreht. So, 34. Oh, jetzt habe ich falsch. Nein, Mist. Oh, hier ist auch nichts. Leroy ist auch noch nicht bereit. Mann, Leroy. So, einmal so. 28. So, Leroy ist bereit. Oh. Oh, Moment. Lohnt sich hier irgendwas? Nee. Ah, hier oben doch. So. Katsching hier. Der ist immer noch nicht down. Eisbalsam? Hat er sich geheilt? Unverschämt. Haben wir echt so wenig Kombinationen erst? Mann, Mann, Mann. Wenn es weh tut, weißt du, dass es noch ganz war? Der Tisch? Meinst du? Das kann beides bedeuten. Oh, schön. Das Knie, ach so. Ach du, Knie können auch wehtun, auch wenn sie schon kaputt sind. Wieso hat denn der sich wieder geheilt? Wow, wir brauchen Melina kurz hier. Komm, Melina. Oh shit, ich hätte die andere Zeile nehmen müssen. Da war mehr zu holen. Ah, verdammt hier. Ah, wir brauchen nochmal rote. So, und danach ist Leroy wieder am Start. Boah, und dann müssen wir uns auch wieder heilen. Geht doch voran. Wir haben es bald geschafft. Und wie viele Kombos der hat. Ja. Einmal noch.
Können ja aber gar nicht auf ein Schwert gehen, oder? Moment, was hat sie nochmal gemacht? Verursacht 10 Schaden. Ja gut. Kapuzki. Wie? Ihr habt mich besiegt? Ach nee, habt ihr mich besiegt? Ein noch. Nee, zwei noch. Nee, ein noch.